Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann mir das schaut. Ich bin Panik vom Kanal Schule und grüße euch zum. Das ist der. Lass mich nicht lügen, ich glaube der 17. Part von Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Oh yeah. Im letzten Part haben wir Team Galactic in. Wie genau heißt es auf Deutsch? Haben wir besiegt. Haben den Radweg hier fertig gemacht. Sind dann hier unten in die Höhe, sind dann hier unter den Radweg gegangen zum Encounter mitnehmen. Haben dabei einen Surprise gefangen und einen Kaumelat nicht gefangen. Wenn man sagen, heute nehmen wir uns mal hier die zweite Höhle vor. Haben wir Schutz dabei. Okay, wir haben keinen Schutz dabei. Ich sage, dann fahren wir mal kurz zurück. Unser Schutz, und dann können wir mal hier ein bisschen die Höhle angucken. Wenn. Gen 4 Encounter Rate. Na la la la. Gen 4 Encounter Rate. La 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 la. Ja, Leute, was geht bei euch gerade aktuell so ab, ne? Ich hoffe, bei euch ist aktuell nichts groß los, so im direkten Family-Kreis, von wegen Corona oder whatever. Alle bei euch gesund. Also bei mir ist aktuell alles nice, würde ich einmal so sagen. Bei mir sind jetzt keine großen Fälle, bei ich kann ja aktuell noch arbeiten gehen. Also bei mir in der Firma ist aktuell keine große Kurzarbeit. Ich hab eh immer nur daheim, folglich. Da, ich habe auch kein Problem damit drin zu bleiben. Und ja, deswegen, wie sieht es bei euch aktuell aus? Ist bei euch irgendwie Zwischenfall? Ist bei euch irgendwas geschlossen? Schule, Arbeit, whatever? Schreibt's mal in die Kommentare und. Ach, Alter, der letzte Grasbüschel. Ja. Ah, immer die Remembering an. Wie ist dann immer Proteine? Immer praktisch, wenn man sich den Namen seiner Mons merken kann. Haben wir überhaupt ein Mon im Team, was Blitz lernen kann? Weil wir bräuchten Blitz vielleicht für die Höhle. Paella, Frischkäse und Zwiebel. Falls. Wir haben die TMs ja eh mehrfach. Willst du jetzt vor Urbeginn mal Rocktomb verlernen? Können wir das Spiel wieder beibringen. Aber ich hätte halt sehr gerne Blitz für die Höhle. Logischerweise. Dann gehen wir mal kurz heilen, dann holen wir uns auch kurz. Holen wir uns auch kurz ein paar. Schutz und was immer. So. Ich glaube, genug Geld sollen wir aktuell haben, oder? Also. Next haben wir noch einmal immer gefühlt immer arsch viel Geld. Ah, geht. Aber Leute. Trick 17. Irgendeine TM, die man eh nicht braucht. Das Spiel Liebreiz. Verkaufen, let's go. Schon genug Geld, um uns wahrscheinlich jetzt hier. Ah, Repay gibt es eh nur in der aktuellen. In der Low-Version. Verkaufen wir einmal auf voll. 99, let's go. Wir haben das Geld. Dann werden wir jetzt auch vorerst mal ausgesorgt haben mit Schutz für. Wahrscheinlich die Nuzlocke hier. Dann hau ich jetzt direkt schon meinen Schutz rein, damit wir nicht gleich wieder von irgendwas abgeblockt werden. Gleich durchzurennen. Und das Praktische ist, ich kenne mich jetzt nicht in der Höhle da vorne recht gut aus.
Es ist so eine Höhle, in der man sich eigentlich nicht auskennen sollte. Patrick hat dieses Spiel so oft durchgespielt, dass er diesen Trainer nicht besiegt hat. Well? Ja, auf jeden Fall, ich kenne die Höhle da vorne sehr gut. Vom reinen Aufbau her. Wir haben auch irgendwas mit Rock Smash im Team, oder? Ich habe erstmal hier den Onyx Boy. Was sind wir jetzt eigentlich als nächstes bei uns im Team? Es ist teilweise echt ein bisschen komisch, dass man immer so nebenbei, dass die ganzen Arena leider so mega am Ess hin sind vom Level her. Dann schaust du dir hier so die Trainer mitten auf der Route an, Level 18. Ich verstehe es irgendwie nicht. Oder zuschauer, im letzten Part war es ja mit der Arena. Also falls ein Part Arena mit irgendwie Level 28, 26, 28, irgendwie sowas. Wo man halt auch schon irgendwie Level 30 sein muss, um da vorbeizukommen mit einem fucking Glutexo. Einer Pflanzenarena. Und dann direkt danach kommt ein Skuntank Level 23. Irgendwie ist es doch witzlos, oder? Also irgendwie Levelkurve in dem Hack hier wird irgendwie nicht so unfassbar geil beachtet, finde ich persönlich. Und jetzt drin. Ich glaube, Zwiebel entwickelt sich demnächst, oder? Kann das sein? Oh ne, McKnight entwickelt sich auf dem nächsten Level, stimmt. So war's. Aber vorerst müssen wir. Oh, wir können jetzt immer ein paar Jahre ein bisschen trainieren wieder. Vor allem in der Höhle sollte ja auch ganz praktisch sein, die ganzen. Wenn da, falls mal irgendwelche wilden Pokémon auftauchen, der ist wahrscheinlich so der Beste bei uns im Team dagegen. Dann als nächstes danach sollte wahrscheinlich Sparrow kommen auf Level 36 und dann glaubt Medici auf 38. Wenn ich mich nicht alles Deutsch. So, haben wir eigentlich schon Itemradar? Okay, wir haben auch auf jeden Fall noch keinen Sotrümmer drauf, irgendeinem Mon. Ja, Rollschießen, schießen, genau, das wollte ich. Ey. Reaktionsgeschwindigkeit von diesem Spiel ist mir absolut überragend. Wem will ich das zumuten? Ja. Der braucht seinen Big Big Noise eigentlich eh nicht. Der hat genug, um Stahl und Gestein-Pokémon zu hitten. Corona kickt. Eigentlich immer noch um die versteckten Items. Hier war hier nicht so eins. Ja, hier war was. Ein paar habe ich schon am Kopf so. Ja. Toby Bakewell, das Rock Smash, ja. Next one. Ja, was ist mit dem Trainer da hinten? Ah ne, da kommen wir eh nicht durch. Boah. Dieser Anfangsschuss, der ist immer so schnell rum. Holy shit. So. Ich will sagen, die Höhle schön von links nach rechts durch, damit wir auch möglichst alle EP auf unsere Mons bekommen, weil für die es nicht wissen, weiter hinten in der Höhle. Das ist wieder wie im Ewigwald, heißt der, glaub. Dass man quasi so einen Mate dazu bekommt. Mit der mit einem durch den Wald latscht. Und, ja. Jetzt haben wir immer mit einem Pokémon, aber halt mit zwei Pokémon kämpfen kann. Und wie gesagt, wir haben hier ein sehr gutes Matchup gegen den ganzen Monster der Höhle hier. Aber wie gesagt, ich eigentlich gedacht, dass sie vom Level hier ein bisschen höher sein würden. Also wie ist der Level 23, 24 hätten wir noch machen können? Also 20? So, Geodude kommen wir uns nochmal. Hier haben wir auch jetzt noch einen Ballbeam und eine Psychoklinge ins Gesicht. Vor allem, die Monster kriegen halt durch, wenn die Gegner so unfassbar alle leben. Wobei. Nee.
Ich wollte gerade erst sagen, wir hätten ja auch schon hin können nach der, weil wir das Fahrrad ja schon so früh hatten, aber nee, wir brauchen jetzt das Schneider, um hier hinzukommen. Wir hätten gar nicht früher hinkommen können. Was laber ich denn? So, da unser ist hier im Double Team liegen, heißt, können wir auch gleich verkaufen, weil Double Team eh absoluter Hurensohn ist. Irgendwie dachte ich kurz bei Niri wäre Skoppel, aber nee. Ich muss mal wieder sagen, ich finde es irgendwie sehr cool, wie sie es damals gemacht haben hier in der Höhle. Quasi, wo man diese Höhle, also in den Eingängen von außen sieht, kriegt überall erzählt außen rum, jo, hier gibt es irgendwie einen versteckten Eingang, der aber jetzt sau schwer zu finden ist. Also ist halt wirklich, wenn man, wenn jetzt, ich weiß, dass man da genau diesen Gang da reingehen muss. Dann sucht man, dann gibt man es irgendwann auf, dann findet, dann sieht man halt so, Leute mit Kaumalat und Knarkse und so rumlaufen. Am Ende sieht man auch noch das Knackerack von Cynthia. Ich meine, Cynthia hat so viele so, mehrere so seltenere Pokémon. Zum Beispiel so, Lucario bekommt man ja nur an der einen Stelle da. Also kann man ja gar nicht fangen, glaube ich, in Sinnoh. So. As far as I know. Und Milotic kriegt man ja nur an dieser einen bestimmten Stelle im, an der einen bestimmten Stelle hier im Kraterberg, an diesem einen Bach, glaube ich. Und dann eben noch ihr Knackrack, was man halt eben nur hier in der einen Höhle bekommt, die halt sau versteckt ist. Also ist irgendwie schon cool gemacht, dass halt eben gerade der stärkste Trainer in der Region halt eben auch die seltensten Pokémon hat. Krippuck bekommen auch sau schwer hier. Wenn du mal ein Mon, was eben Cynthia hat, was schwer zu finden ist. Ist schon cool gemacht, das Ganze. So, dann packen wir jetzt mal Frischkäse ein bisschen nach vorne, dass er auch ein bisschen mitleveln kann. Mal Rock smashen hier. Und da sollte jetzt Doppelteam liegen, ne? Jo. Schon cool so. In der einen Höhle findet man Erdbeben, in der anderen Doppelteam. Ist ja eh der größte Witz, dass man halt in Pokémon Platin halt innerhalb der, halt nach dem zweiten Ort einfach schon Erdbeben bekommen kann. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war von Game Freak, aber falls ja, holy shit. Aber ist eigentlich in Diamant und Perlen auch so, dass man kaum mal hat, dann erst quasi da nach dem wenn man stärker benutzen kann, also quasi nach dem sechsten Orden. Weil es wäre ein bisschen arg spät, oder? Also, ich habe halt Diamant und Perlen nie gespielt, ich habe nur Platin gespielt. Deswegen weiß ich das jetzt halt nicht so genau, deswegen, falls einer von euch weiß, kann mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren, das Ganze. Jetzt sie hier. Bin noch ein bisschen vorproduziert eigentlich für die nächsten Wochen. Dafür nächste Woche dann wieder eine. Also, bin auch mal gespannt, wieso die Rückmeldungen auf die erste richtig geschnittene FIFA-Karriere voll. Also, an dem bin ich ja eh nicht gesessen, so. Wie die Rückmeldungen da sein werden. Und ich habe eigentlich vor, die Videos ab jetzt, die FIFA-Videos zumindest halt immer so zu machen. Ich bin schon wieder so die Rückmeldungen sein werden. Ob man da irgendwas außer meiner unfassbar sauberen Aussprache kritisieren kann. Für
Blicker, haben wir jetzt nicht schon bald alle Trainer? Drei Trainerpaare haben wir jetzt. Es werden noch zwei übrig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar noch eins. Ey, man kann. Wann ist eigentlich der Schutz ausgelaufen? Ich muss es ja auffällen, nachdem ich ja schon wieder drei Encounter so hatte. Das ist Paarzeit, Lüde. Ja. Da waren wir ja schon. Das ist ja quasi, wird es ja wieder schon zum Anfang gehen, wenn man hier die Steine in irgendeine Richtung abbewegen könnte. So, hier sollte nochmal zwei kommen. Jo, ich glaube, hier ist auch nochmal ein verstecktes Item. Oder ist da. Ich glaube, nee, da im Gang liegt es. Also quasi da in dem Stein direkt unter uns. Das ist auch noch ein verstecktes Item, soweit ich weiß. Und ich glaube, der rechte hier heißt Bogdan normalerweise. Also beim Psychics hier machen wir hier wieder schön Psycho-Klinge und Eisenschädel. Wenn wir dann schnell durchkommen. Weil dieses Tutorial schon wieder 16 Minuten dauert. Ich habe halt schon wieder 16 Minuten dauert, was ist denn da los? Well? Da sind wir vielleicht aber so 8 Minuten oder so, aber stabil. Da haben wir ein paar gefüllt mit nichts. Auch gut. Vielleicht sollten wir noch ein Trainerpaar hier drin haben, was man noch wegprügeln kann. Jo. Oder versteckte Items. Ich kenne sie alle. Wo ich jetzt mal gucken will. Haben wir? Aber wir haben ja eigentlich alle Sachen vom Itemradar. Na? Nice. Gar nicht was? Jo, nice. Der Rapalter, den ich da mal ausgepackt habe. Von den beiden war das jetzt? Ah, okay, hier. Supertrank, nice. Da auch was, oder? Ah, nee. So, hier sind nur noch zwei und oben ist dann Orisa zu mitnehmen. Finde ich immer noch geil. Du darfst so gemütlich in die Höhle fist, aber so ein kleines Mädchen mit ihrem Kadabra. Passiert. Mir jetzt normalerweise nicht, aber passiert. Und guck dir das Spiel, hier ist der Typ, den ich vorhin meinte. Als ich das ja mit kaum hat, über das Ganze mit kaum hat und so geredet habe. Hier sieht man das erste Mal, zumindest in Pokémon Platin, Kaumalat. Dann sieht man schon mal in seinem Pokédex, wenn man das haben will, weil es halt meiner Meinung nach schon ganz cool aussieht so. Sieht man so, okay, es gibt es hier in der Höhle. Es ist ewig in dieser Höhle. Ewig. 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 LOL, was? Ich hab manchmal Bike Up weg. Weil ich ja trotzdem noch gern Move, den ich safe drücken kann. Aber High Jump Kick ist halt schon krank so, ne? Nehme ich, Alter. Ich hab einfach High Jump Kick. Einfach High Jump Kick, ob er mit 32 lernt. Guck mal, test den Move, würde ich mal sagen, ne? Und den missen wir jetzt auch direkt. Wow, sah jetzt unspektakulär aus. Also für einen 130er
Stärke-Move. Der ist ja zumindest aktuell ist. Das ist ja auch schon einer. Kurz mal watchen. 100, aber trotzdem. 100er Stärke-Move sah es halt schon ein bisschen sehr weak aus. Also wirklich. Also wir müssen umdrehen hier das Team. La 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 la. So. So, wenn wir noch einen neuen Repel reinballern. Übrigens, Leute. Für die Leute, die es definitiv interessieren wird. Latein, oder? Repel kommt vom lateinischen Wort Repellere, was zurückrufen heißt. Verstehe ich auch noch falsch? Nicht mehr, wir kommen jetzt zum Affen. Aber das ist mir egal. So wie im Wendler. So haben wir hier die kleine Bitch hier. Die Mira heißt sie hier. Jetzt bin ich wieder auf dem Fahrrad runter. Frechheit. Nee. Ist mir nebenbei gerade schon ein schöner Paar-Titel eingefallen, der auch absolut nicht zweideutig wird. Also, ja, ne? Ich glaube, das ist schon der richtige Weg hier, ne? Jetzt wollen wir mal am Ausgang sein, oder? Oh ne, jetzt sind wir am Ausgang. Ehre. Guck mal, so läuft man diese Höhle durch. Einmal komplett durchgezogen. Ja, das. Vor allem. Ich find's halt auch geil. Von Raisa kriegt man wie so eine Sanftglocke. Von ihr einfach. Kriegst du da noch Stachelnacken. So. Nehmen wir mal das zum Zerschnitteln. Können wir wieder kurz reingehen. Wobei ich glaube, wir sollen aktuell noch geheilt sein, aber egal, machen wir trotzdem. Einmal, wenn wir wieder im Pokémon Center ein Part beenden können. Muss. Und wie gerade eben schon gesagt, das beenden wir ein Partner hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, was auch immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.